3,5 Jahre muss Patrick Lohse lernen. Dann ist er Elektroniker, Fachrichtung Energie- und Gebäudetechnik. Was so sachlich klingt, ist in der Realität eine spannende Sache. Sein Betrieb, die 1997 gegründete WTB Elektro GmbH in Aberode, ist deutschlandweit, ja sogar weltweit, mit ihren Monteuren unterwegs. Nur ein kleiner Teil der beruflichen Tätigkeit findet im Betrieb selbst statt. Hier vor Ort in Aberode werden nach individuellem Kundenwunsch Schaltschränke und Zubehör für große Elektroindustrieanlagen gebaut. Im theoretischen Ausbildungsteil in der berufsbildenden Schule Sangerhausen werden die dafür nötigen Kenntnisse in solchen Fächern wie technisches Zeichnen, Physik, Elektronik oder auch fachspezifischem Englisch vermittelt. Ein Großteil der rund 90 Firmenmitarbeiter ist nicht in Aberode, sondern auf Montage tätig. Natürlich auch Azubi Patrick. Die meiste Zeit in meinem Beruf bin ich auf Montage, hier zum Beispiel im Kavernenspeicher in Stassfurt. Der Weg von seinem Heimatort Wandsleben nach Aberode ist zwar nicht der kürzeste, doch durch die Montagetätigkeit muss Patrick diesen meist nur zweimal pro Woche, nämlich montags und freitags, zurücklegen. Mit firmeneigenen Fahrzeugen geht es dann auf die einzelnen Baustellen. Hier sind die Montage und der Anschluss nicht nur der in Aberode gebauten Anlagenteile die Aufgabe, sondern auch der Anschluss von Technik anderer Unternehmen. Ganze Industriekomplexe werden später mit der von WTB hergestellten oder montierten Elektronik gesteuert. So ist jeder Einsatz eine Herausforderung. Wer das Unternehmen und die Berufe dort näher kennenlernen möchte, ist zu einem Praktikum herzlich eingeladen. Elektroniker ist ein Beruf mit großer Zukunft. WTB bietet bei erfolgreichem Abschluss der Ausbildung einen interessanten Arbeitsplatz in der Firma. Den Grundstein dafür legt der Betrieb selbst. WTB wurde als vorbildlicher Ausbildungsbetrieb ausgezeichnet. Ein Auszubildender wurde in einem Vergleich sogar Landesbester. Er hat inzwischen seine Lehre beendet und ist heute als Bauleiter bei WTB tätig. Auch Patrick Lohse kann sich schon jetzt seine zukünftige berufliche Karriere hier vorstellen.